So, der Marc von Business Stiervin, schön, dass ihr da seid. Und wir haben die Nanni da. Die sieht man nicht nur die Beine, wenn man das mal ändern, dass man was sieht. Hi Nanni. Hallo. Und die Nanni ist die Freundin von der Jessie. Hallo. Und jetzt, die Jessie haben wir gerade schon im ersten Video gesehen. Das heißt, die Nanni ist die, die die ganze Zeit reingekackert hat von der Seite. Und die beste Freundin sozusagen, die beim Sonnenbrand so lieb geholfen hat. Hast du nicht so ein bisschen ab und zu gekratzt an den Blasen? So. Nein, so gemein bin ich nicht. Das hätten wir ja schon also ausgemacht. Nicht bei ihr. Nicht bei ihr. Mich hätte sowas schon gereizt, du. Aber wenn sie einen dann so traurig angucken, ne, dann kann man nicht ja, so lieb sein. So dieser runde Blick. Und wir machen ein Industrial Piercing bei dir. Ein ganz normales, ne? Ja. Also richtig so schräg, wie man sich das einfach kennt aus den Videos. Dann zeige ich es mir mal an und messe es mir mal aus. Glitzersteine wolltest du keine. Desinfiziert haben wir es schon übrigens. Wir sind also ein bisschen später ins Video eingestiegen. So, lehn dich mal zur Seite. Das heißt, die ganze Desinfektion, Vorbereitung und Anzünden kommt jetzt. Bei Industrials ist immer die Stichkanallänge wichtig. Das heißt, man darf das Industrial jetzt nicht irgendwie stechen, sondern es soll natürlich schon eine gewisse Länge haben. Gerade auch wenn du eine Brillenträgerin bist, dass das beim Brille an- und Ausziehen nicht problematisch wird. Gleichzeitig soll es schräg sein, dass es cool aussieht. Das muss alles passen und ich habe mir jetzt für so 32 mm ungefähr entschieden, tendenziell. Weil das eine Länge ist, da kriegst du auch später viel Schmuck, Nanni. Aber du hast doch nicht Nanni in echt, oder? Nein, Anna. Echt Nathalie. Nathalie. Von Nathalie wirst du Nanni. Ja, mein Bruder konnte das T von Nathalie früher nicht aussprechen und dann okay, hat er immer Nanni gesagt. So. Ich kenne ja nur Hanni und Nanni, Schlachten und Reh. Was nee, das war der eher von Lilo und Stitch, die große Schwester. Ah, okay, von mir aus. Auch das in Ordnung. So, schau mal in den Spiegel. Einmal einen roten Streifen auf dem Ohr. Ja? Das heißt, unterer Punkt ist da hinten. Oberer Punkt siehst du eh. Und das heißt, da gibt sich dann diese Industrial. Ja, passt. Auch schön, du hast hier zum Glück diese Snackfalte ist sehr gering bei dir. Deswegen können wir auch den Winkel machen. Bei vielen Kunden kann ich gar nicht so schräg arbeiten, weil das stören würde und dann dagegen drücken würde. Aber bei dir geht das. So, Nanni. Hast du mehr Fragen? Nee. Du hast gerade eben auch noch mehr gesagt, ne? Ja, da war ich noch nicht so nervös. Wenn man selber ist auf einmal, ne? Werden sie immer stiller. Die Kunden, die merken es schon, da wird es ruhiger und besinnlicher. Das ist schon fast wie in der Weihnachtszeit, ja? So, dann werden wir mal loslegen. Von den Kugeln, es gibt 4 und 5 mm Kugelgröße. Soll ich dir mal den Unterschied zeigen? Ich zeig's dir mal hier bei der Zunge. Das ist eine 4er Kugel und das wäre eine 5er Kugel. Ja, dann die 4. Die 4er, die kleine. Dann hätte ich dir auch dazu geraten. Du weißt, beim Industrial Piercing, wenn es frisch gestochen ist, die ersten 6 Wochen die Haare nicht färben. Mhm. Für Lage und Dampfbad und Sauna 3 Wochen bitte nicht gehen. Gehe ich alles gut. Und Duschen, Sport und Haare waschen darfst du morgen wieder. Okay. Und schwimmen gehen, wenn dein Kopf nicht unter Wasser ist, ist okay, aber eben, also mit Untertauchen bitte die nächsten 3 Wochen nicht machen. Okay. Ganz wichtig. Gut, in 6 Wochen sehen wir uns hier wieder. Dich, Jessie, sehen wir schon in 2 bis 3 Wochen fürs Zungenpiercing zum Wechseln, aber wir können natürlich gerne gemeinsam kommen, aber bei dir machen wir in 6 Wochen einen kürzeren Industrial Barber. Okay? So, wenn du keine Fragen mehr hast, ich bin eigentlich dann auch startklar, dann würde ich das Ganze stechen. Ja? Dann gehen wir auch mal hier ein bisschen näher dran, damit man ein bisschen mehr sieht, wie ich das steche. Vielleicht machen wir es mal von der Seite hier. Damit wir ein bisschen andere Perspektiven, andere Winkel haben. So, Kopf mal nach hinten legen. So, Dali. Dann zoomen wir da mal ein bisschen rein. Bist du zuschauen im Spiegel in der Hand, Nanni? Ja. Weil du den so hältst? Ja, sicherlich? Ja. Keine Angst davor? Gut, okay. Ich wollte auch Videos von meinen Operationen, also. Okay, ja, spannend. Ich bin so ein bisschen. Ja, genau. Komisch. Ja. Nein, also es ist ja, aber es ist selten. Ich habe das ein, zwei Mal, ja, dass die Leute wirklich zuschauen wollen. Ich finde das cool. Ja, du, wenn du das kannst, ist ja kein Problem. Zudem ist nur viele Leute werden halt dann doppelt verrückt, ja, oder kriegen halt dann mega Angst. Aber wenn es dich das jetzt. Nämlich beruhigt das mal, wenn ich das sehe, was du machst. Also, du weißt ein bisschen, was dann Sache ist. Ne? Ja, genau. Was für Operationen? Nee, brauchen wir jetzt nicht sagen. Zu viele. Aber warum wirst du da. Kommt man da immer zuschauen oder was? Nee, ich wollte einfach die Videos davon haben. Hinterher? Ja. Und die hast du gekriegt, oder wie? Nein. Wollte ich gerade sagen. Ich jetzt auch gewundert. Ich glaube, die gehen jetzt auch bei Klagen nicht raus, weil. Nachher siehst du, dass die irgendwie eine Zigarette in dir vergessen haben, ja. Oder, keine Ahnung, Kugelschreiber und so, ja. Oder die SD-Karte vom Handy und dann
dann sagst du, hey, da war es auf dem Video, was ist mit euch los, ja? Nee, also, Spaß beiseite, aber ich glaube, das machen würden die natürlich nie machen, nee, weil... leider nicht. So, wichtig ist mir, der Spiegel darf mich nicht nerven. So ist eh okay. So. Okay, dann stehe ich mal meinen ersten Stich. Passt's? Ja. Perfekt. So. Punkt genau bitte, ja? Also Nani, wirklich Respekt. Industrial tut ja generell schon weh. Und dann auch noch so knallhart zuschauen, das ist echt... echt krass, dass du traust. So. Mega. Alles okay in deinem Kreislauf? Ja. Trotz Zuschauen? Klar. Na, wenn man so wie du anscheinend ein paar mehr OPs hinter sich hat, dann ist man ein bisschen abgehärtet. Ja, absolut, das merkt man schon. Mega schön. Sehr cool, oder? Ja. Was macht dein Kreislauf? Läuft. Top. Alles okay? Fühlst ja, dich wohl? Perfekt. Ja, dann werde ich nochmal ganz kurz das Piercing nochmal schnell nochmal dran vorbeifliegen, dass wir es nochmal sehen. Yes, sehr schön. Super, Nani. So, dann danke dir mal fürs Filmen lassen. Danke fürs Kommen. Und dann erkläre ich dir nochmal ganz kurz die Pflege. Bei den äußeren Piercings wie beim Industrial ist es so, dass wir es zweimal täglich auch reinigen. Bitte immer erst die Hände waschen und desinfizieren. Du nimmst dann bitte Pantolin-Spray, zwei, drei Sprühe außen und innen drauf. Bitte beim Industrial auch immer die Innenseiten von der Helixfalte mit behandeln. Wenn du es gereinigt hast, mit der Küchenrolle einfach feucht reinigen. Die Küchenrolle sprühst du vorher mit Pantolin ein, dass dir etwas angefeuchtet ist. Wenn es gereinigt ist, kommt dann Pantolin Gel drauf und das war's. Diesen Pflegeprozess machen wir die nächsten 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag, das heißt 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen sehen wir uns dann, wie gesagt, wieder zum Wechseln. Okay. Vom Schlafen her, du kannst dich drauf legen, wenn es dich bei Nacht nicht stört, du musst einfach schauen. Wie gesagt, Dampfbazularium sauber, 3 Wochen nicht, Haare färben, 6 Wochen nicht, alles andere darfst du ganz normal. Und wenn du die Haare zusammenbindest, so wie heute, ist immer besser für die Haare, dann geht's, dann heilt es ein bisschen schneller und ein bisschen besser. Okay. Noch Fragen? Nein. Dann hoffe ich, warst du zufrieden? Sehr zufrieden. Dann danke ich dir fürs Kommen. Ebenfalls. Und dann sehen wir uns in 6 Wochen wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Und euch danke fürs Zuschauen. Wir sagen Tschüss, Baba. Ciao.